Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Fisherman Fishing Planet mit dem Anna Waterfank. Wir wollen heute mal, will ich mal ein Video machen hier zu dem Halloween-Event. Ist jetzt auch bei The Fisherman mit drinne. Und ja, könnt ihr einfach hier die Mission folgen. Wenn ihr diese Mission hier bekommt, dann habt ihr nachher auch noch eine zweite Mission, die euch nach Quanschkin Lake führt. Und dort sollt ihr welsartige Fische fangen. Und die welsartigen Fische fangt ihr hier zum Beispiel mit saures Brot, verschimmelter Käse und getrocknete Heuschrecken. Dafür müsst ihr aber nochmal nach Hause fahren. Zu Hause habt ihr dann im Inventar die Köder, die ihr hier für das Event braucht. Auch dazu hier zum Beispiel hier die, mal gucken, jetzt gerade, hier war das, die, genau, die Adlerkralle, Falkenklaue, Greifklaue habt ihr auch drin. Es gibt jetzt auch an den ganzen Gewässern, kann ich euch hier nochmal zeigen. Hier zum Beispiel gibt es jetzt wieder diese Kürbisse, die ihr einsammeln könnt. Also hier ist zum Beispiel ein Kürbis. Ne? Also die könnt ihr dann, wenn die leuchten, dann sind die aktiv. Könnt ihr einmal am Tag, könnt ihr die einsammeln. Und für die welsartigen Fische geht ihr einfach hier hin, wenn ihr saures Brot und also was raufgemacht habt. Da braucht ihr auch erstmal kein großes Equip. Sondern geht ihr hier hin. Ja, an den Spot ist jetzt gerade dunkel. Aber ihr müsst auf jeden Fall auf Mitternacht vorspuren. Ne? Das sagt er euch auch an. Und dann werft ihr hier zum Beispiel mit der Grundroute, da könnt ihr auch eure Federrouten nehmen, die ihr schon genommen hattet für die Forellenbarsche. Und dann hier einfach 39 Meter hier auf diese Position, zeige ich euch gleich mal. Aber wo wirft er denn jetzt hier hin? Was denn? Hat er nicht ganz getroffen, mal nochmal. Ja. Dass ihr hier ungefähr, genau hier so legt. Ab und zu ist hier mal ein Hänger dran. Und dann einfach mit dem sauren Brot fangt ihr, glaube ich, an. Danach kommt dann verschimmelter Käse und dann die getrocknete Heuschrecke. Und wenn ihr die welsartigen Fische gefangen habt, dann gibt es eine kleine Überraschung, weil nämlich das Halloween-DLC, was es damals bei Fishing Planet gab, gibt es jetzt kostenlos in The Fisherman, also hier zum Beispiel die Scalerhand, habt ihr denn die Ghost Reel 5000 mit 11,5 Kilo, wie gesagt, die Scalerhand mit 12,5, die Schnur habt ihr auch bekommen, die Leuchtposen habt ihr bekommen, die Adlerkralle und auch den verfaulten Köderfisch habt ihr dann auch, braucht ihr dann auch nicht kaufen. Und dann stellen wir hier, also wie gesagt, mit der Route gehe ich jetzt auf die Vampirknochenhechte, das will ich euch jetzt auch zeigen, weil die weltartigen Fische, die habe ich euch ja gerade gezeigt, wo ihr da hinwerft. Da müsst ihr dann die erstmal abangeln und danach könnt ihr dann nach Hause reisen, euch dieses Equipment hier holen. Und ich habe zusätzlich noch meine Grundroute. Die kriegt ihr hier mit Level 30. Könnt ihr euch die für Baitcoins kaufen. Ihr solltet dann mit Level 30 dann auch schon ordentlich Baitcoins zusammen haben, wenn ihr zum Beispiel die Forellenbarsche geangelt habt. Und da drauf habe ich jetzt eine Espira Double Punch. Die habe ich mir auch für Baitcoins geholt. 13 Kilo. Die Bottom Sniper hat 15 Kilo, die 330 SE. Da habe ich jetzt Fluoroschnur drauf mit 12,7 Kilo, 100 Gramm Blei, dann Monovorfach mit 12,5. Ja, und wie gesagt, dann hier die Ausstattung mit Adlerkralle und verfaulten Köderfisch. Und dann gehen wir einfach hier rüber auf diesen Spot für den Vampirknochenhecht. Und dann, wie gesagt, auch wieder auf 0 Uhr vorspuren. Und dann seht ihr hier schon, habe ich meinen Ständer, glaube ich, schon stehen. Ne, das ist nicht meine. Hier muss ich mich hinstellen. So, Ständer aufstellen. Und dann habe ich jetzt auf die 1. Auch mit 39 Meter Clip zu der Boje. Das ist wieder eine andere Boje jetzt. Aber auf der gleichen Linie. Der Boje jetzt hin, 39 Meter. Mit der Grundroute. Und die zweite Route ist ja meine Pose hier. Habe ich jetzt den leuchtenden blauen Ball drauf gemacht. Mit dem bündförmigen könnt ihr noch ein bisschen weiter ausschmeißen. Und dann hier die blauen noch hin. Also die Matchroute noch hin. Alles mit Adlerkralle und verfaulten Köderfisch. Ja, und jetzt warten wir erstmal hier. Der Detlef ist hier schon kräftig am Angeln. Ich muss meine Lampe noch holen. Ich habe meine Lampe auch jetzt schon zu Hause liegen. Die muss ich mir jetzt auch nochmal abholen. Ja, zwei Fische fehlen uns jetzt noch. Die sollten wir auf jeden Fall jetzt im Video fangen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt locker so bis 4, halb 5 könnt ihr hier in der Nacht sein. Eventuell, wenn es denn so hell wird, dann könnt ihr ja wieder auf 0 Uhr vorspuren. Weil bei dem Event ist halt hauptsächlich alles um Mitternacht.
Ja, ich habe hier auch schon ordentlich welche im Kescher, kann ich euch mal zeigen. Ganze Vampirknochen recht hier, 5 Stück habe ich schon gefangen. Hier zum Beispiel ein 40er bringt 4000 Silber, ein 33er 3300 Silber. Leider nicht so viel XP. Kriegt hier leider bei dem Event jetzt bei den Fischen nicht so viel XP, dass ihr jetzt da megamäßig Level mit könnt. Aber Geld gibt es auf jeden Fall gut. Hier allein die 5 Fische jetzt schon 18.000 Silber. Ich glaube, nach dem nächsten Fisch müsste ich eh, weil der mein Kescher voll ist, müsste ich eh vorspulen. Und ganz wichtig noch bei dem Kescher, den ihr jetzt hier habt, der jetzt hier im DLC drin war, repariert den noch nicht für die teuren Bitcoins, sondern wartet auf den nächsten Patch. Das soll gefixt werden, weil der ist wohl übermäßig teuer, was die Bitcoins angeht. Und das wird jetzt gefixt, dass der auf jeden Fall billiger ist zum Reparieren. Also gerade die DLC-Sachen werden jetzt alle gefixt, dass sie nicht mehr so teuer sind zum Reparieren. Also da wartet mal lieber noch auf den Patch, repariert erstmal noch nicht. Wie gesagt, die Sachen, die ihr für Silber gekauft habt, die könnt ihr auf jeden Fall alle reparieren. Aber die Bitcoin-Sachen, da wartet mal auf jeden Fall noch, gerade die DLC-Sachen. Jetzt sollten nachher gleich wieder die ersten Bisse kommen. Also wie gesagt, mit zwei Routen geht es auf jeden Fall, die Bissfrequenz auf jeden Fall deutlich besser, also deutlich höher. Und mit der Route hier, mit der Bottom Sniper wollte ich dann auch auf die Hechte gehen. Das können wir im nächsten Video dann mal zeigen. Die Hechte in Michigan. Wollten wir damit machen, denn mit Shiner. Können wir eventuell hier die Pose auch noch mitnehmen. Muss man dann halt mal gucken, ob man die dann so gedrillt bekommt, dass das halt auch Sinn macht mit zwei Routen. Muss ich mir dann mal anschauen, wie da die Bissfrequenz ist. Ja, und das Turnier ist ja, geht ja morgen dann los. Morgen ist denn die, also die Anmeldung geht morgen los. Morgen um 20 Uhr ist die Anmeldung und am Mittwoch um 20 Uhr dann einen Tag lang habt ihr dann Zeit. Ja, oder nicht ganzen Tag. Das sind 18, nee, 20. 20 Stunden habt ihr Zeit daran teilzunehmen von 20 bis 16 Uhr am Mittwoch. 2 Stunden geht das Turnier. Aber halt nur Posen, Fischen, Ausrüstung. Setzkescher müsst ihr auf jeden Fall verwenden und dann geht es auf die Florida Knochenhechte. Und wenn ich alles hinbekomme, so vom Zeitlichen, dann werde ich auf jeden Fall Mittwoch dann, sag ich mal, kurz vor 20 Uhr live gehen, wenn alles passt. Aber das sollte passen. Sollte eigentlich alles funktionieren. Mal sehen, wie man es hier bei uns bimmelt. Wie gesagt, das dauert immer bei denen ein bisschen. Aber es ist jetzt gerade mal meine zweite Nacht. Und habe jetzt auch schon wieder über 5 Stück zusammen. In der ersten Nacht hatte ich dann 6 Stück zusammen. Das sollte gleich losgehen. Und die Kürbisse gibt es halt an jedem Gewässer. Also ihr könnt mal Lohnstallig gibt es 2 Kürbisse. Mudwater gibt es 2 Kürbisse. Hier gibt es an Louisiana gibt es 3. 3 Kürbisse. Ja, da holt er jetzt gleich den nächsten Vampirknochenhecht raus hier. Er müsste auch bald fertig sein, glaube ich. Der Quest. Wie gesagt, wenn ihr das Event noch nicht gemacht habt und gerade auch wegen der Ausrüstung, würde ich es auf jeden Fall den Anfang machen, weil sobald ihr die weltartigen Fische fertig habt, die Quest und dann nach Hause reist, dann habt ihr nämlich auch diese Posen-Ausrüstung. Hier die Scalerhand, die ich hier rechts habe, mit der Ghost Reel Rolle. Na, wie groß ist er? Mal schauen. Oha, 41,3. Oha. Der ist schon riesig. Jetzt. Was? Noch nicht, ne? Noch passiert da nichts. Und gerade weil die Fische halt so eine, sag ich mal, niedrige Bissfrequenz haben, lohnt sich das halt mit zwei Routen dann doch schon. Ne? Also, wenn ihr den einen, also den ersten Biss, dann relativ zügig rausbekommt, dann könnt ihr den zweiten auch locker mitnehmen.
Wenn der erste ein bisschen zu lange dauert, gut, dann ist der zweite meist vom Haken. Also ich kann euch noch mal die Ausrüstung zeigen. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, stimmt. Ach doch, doch, hier die Posenausrüstung hatte ich euch schon gezeigt. Die Grund kann ich euch noch mal zeigen. Oder hatte ich euch die schon gezeigt? Doch, die habe ich euch auch schon gezeigt, ne? Genau, die Posen hatte ich noch nicht gezeigt, genau. Ja, das ist quasi hier meine Posenausrüstung. Genau, und dann 30 cm Tiefe habe ich mit der Pose. Wie gesagt, hier könnt ihr auch den böenförmigen nehmen, dann könnt ihr ein bisschen weiter auswerfen. Fluoro 45 habe ich da jetzt drauf, genau. Und das hier ist nochmal meine Grundausrüstung. Mal sehen, ob da jetzt gleich was geht. Ansonsten schneide ich das Video gleich nochmal zusammen. Da kommt Alex wieder. Oh, jetzt geht an der Pose, glaube ich, was. Da tuppelt was. Ich nehme die mal in die Hand. Aber meist ziehen die auch direkt ab. Also die haken sich größtenteils von alleine. Also gerade die Knochenhechte. Bei der Größe dann auch. Da tuppelt was. Wie gesagt, also die haken sich auf, wenn ihr die nicht in der Hand haltet. Also die ziehen dann einfach weg. Also nur immer mit dem Schonhaken. Ah ne, ist ja gar kein Schonhaken. Ist ja Adlerkralle, stimmt, sorry. Stimmt, ich wollte gerade sagen Schonhaken. Ne, ne, ist ja Adlerkralle. Also die bleiben auch eine Weile am Haken, aber es kann halt auch mal sein, dass der Fisch dann irgendwann wieder loslässt. Und das ist jetzt quasi hier die Skelehand. Hier kann man fast durchkurbeln eigentlich, weil die Spannung immer wieder hoch und runter geht. Da kommt man gar nicht dazu, hier mal kurz Pause zu machen und kurbeln. Geht halt immer hoch und runter hier. Ja, und danach ist, glaube ich, in Florida muss man noch Halloween-Fische fangen. Also gibt es ein paar Gewässer, wo man dann hin müsste. Und ihr kriegt auf jeden Fall auch die Lizenz. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Genau, das können wir gleich nochmal gucken. Ihr kriegt ja auch die Lizenz für die Gewässer, dass ihr da halt auch hingehen könnt, auch wenn ihr jetzt das Geld für die Lizenz vielleicht nicht habt. Die Lizenz läuft hier nämlich bis zum 28.10. Läuft hier die Gewässerlizenz. Also nicht vergessen, wenn der 28.10. vorbei ist und ihr wollt nochmal in das Gewässer, müsst ihr euch auf jeden Fall die Lizenz kaufen. Ich glaube nämlich, Kalifornien gibt es auch eine Lizenz. So, dann gucken wir mal. Michigan ist, glaube ich, auch mit drin. Schauen wir gleich mal auf der Karte. Jetzt ist hier eh gleich voll bei mir. Oh. Kann euch auch gleich nochmal, ich kann noch mal kurz abreisen. Zeige ich euch das nochmal. Was es hier alles Lizenzen und so gibt. Holen wir den mal raus noch. Der Cache ist ja eh voll. Also ich kriege die Fische auf jeden Fall locker raus. Bremse habe ich jetzt hier eine vor Ultimo, also eine vor zu. Und das geht auf jeden Fall ganz gut. Aber wir müssen halt die Bremse schon wirklich so nah wie möglich in den roten Bereich ran. Weil sonst schwimmen euch die Fische davon und dann spulen die euch leer. Also ihr müsst euer Equipment hier wirklich schon auslasten. Schwimmt er weg. Also nicht alle Drills so lange, ne? Also das ist jetzt mal wieder hier ein bisschen längerer Drill. Die anderen Drills waren jetzt auch ein bisschen kürzer gewesen. Und wenn er hier vorne dann so bei 5 Meter hängt und ihr kriegt ihn nicht raus, einfach mal nach unten gucken. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Wenn er so bei 5 Meter, 6 Meter ist. Die sind wirklich riesig, die Viecher. Kommt da ein bisschen dichter hier. Auch gleich wieder die Schnur weg hier. Ich würde schon sagen, das Equipment hier braucht ihr wirklich Minimum für die Fische, weil die so groß sind.
Sonst drillt ihr euch hier wirklich einen Wolf. Wie gesagt, das ist jetzt halt das Equip zum Halloween-Event. Gab es jetzt halt kostenlos. So. Sollte er gleich da sein. Entweder holt er ihn jetzt alleine raus oder wir müssen dann nochmal nach unten gucken. Guck schon mal nach unten. Ah, da haben wir ihn schon. Ach, der hat den abgestellt. Nein. Die falsche Taste gedrückt. Nein. Oh, ich hab. Ja, das ist immer das Problem, wenn ihr hier linke Maustaste drückt. Und stellt er den nämlich ab. Da müsst ihr aufpassen, Leute, holt er raus. Also deswegen. Oh, 41,5. Alter Verwalter. 4156 Silber, 271 XP. Also wie gesagt, wenn ihr hier nämlich drillt und dann hier die linke Maustaste gedrückt haltet, dann legt er nämlich die Route ab. Deswegen da vielleicht am besten mit Leertaste drillen. Ich drill hier auch immer viel mit Leertaste. So, dann reisen wir mal kurz ab. Zeige ich euch das mal. Also hier seht ihr schon die fortgeschrittene Lizenz sogar bis zum 11.04. sogar. Okay. Bis zum 11.04. ist sie sogar gültig. Und das ist an den anderen Gewässern nämlich auch. Das ist hier nämlich an den anderen, kann ich euch mal zeigen. Wenn wir jetzt auf der Karte sind. Also alle Gewässer, die halt zum Event dazugehören. Da müsste Florida auf jeden Fall mit bei sein. So, hier auf jeden Fall nichts reparieren von dem DLC. Wartet da erstmal auf den Patch. Ihr habt ja zur Not auch noch einen zweiten Cacher drin. So, hier zum Beispiel. Kalifornien ist mit drin. 14 Tage, sogar auch 14 Tage bis zum 11.04. Vorhin stand da noch ein anderes Datum. Dann habt ihr hier noch St. Croix-Lix auch bis zum 11.04. Everglades hatte ich ja schon unlimitiert. Ja, ich glaube, das war's. Ne? Ich weiß nicht, an den anderen Gewässern hier, da ist nichts. Nee, Event ist ja auch nur USA. Ist ja nicht Europa. So, und dann zeige ich euch jetzt mal hier, was wir jetzt alles im Haus haben. Hier haben wir zum Beispiel die Purple Bait. Ist hier jetzt mit reinkommen. Die Stipproute ist das, glaube ich. Das müsste, glaube ich, eine Stipproute sein. Genau, Teleskoproute, die braucht ihr später noch. Spooky Spin ist auch mit drin. Die hat 9 Kilo. Die ist quasi auch bei Halloween eigentlich bei dem DLC bei gewesen. Und die Rollen hier, ne? Wie gesagt, hier habe ich ja die 5000er drauf, die 4000er ist noch bei, die 3000er ist noch bei. Genau, und Schnur habt ihr nämlich auch bekommen. Hier unten die Fluoroschnur, 1000 Meter zweimal habt ihr bekommen. Hier sogar die 06er ist hier auch da, die 06er auch mit drinne. Ja, wie gesagt, hier ganzen Hosen waren, glaube ich, neue dabei. Guck gerade mal. Hier knochiger Schatt, Silikonspinne, ne? Die Köder sind auch dabei. Die waren sonst nur in den Kürbissen drin. Crankbait gucke ich mal gerade. Hier glatte Crank, ne? Die braucht ihr nämlich auch nachher für eine Quest. Braucht ihr jetzt auch nicht ewig die Kürbisse looten. Haben wir hier noch hier Spinnelöffelköder, braucht ihr auch nachher für eine Quest. Das ist alles mit drinne. Ach, hier sogar, hier. Rutenkoffer ist mit drinne. Coffin Case ist mit drinne. Hier die Mütze. Die Mütze müssen wir jetzt erstmal schnell anlegen, hier, damit wir ein bisschen Licht haben. Guck mal gerade, ob hier noch ein Cacher dabei ist. Das ist auf jeden Fall der alte Cacher noch. Also der hier bei dem einen DLC dabei war. Rutenstände sind auch noch meine alten. Hier ist zum Beispiel auch noch einer bei. Iron Maiden Fischzwinger. Ist auch neu dazu gekommen. Ist auch eigentlich nur bei dem DLC dabei. 45 Kilo Einzelfisch und 130. Also braucht ihr noch nicht mal einen Cacher euch jetzt holen. Das habt ihr nämlich alles hier jetzt mit drin. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Waterfang. Tschüss.